Der Gesundheitszirkel im Unternehmen, ein wichtiges Gremium. Wie es funktioniert, was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Videobeitrag. Bleiben Sie dran! Hallo, mein Name ist Patrick Illing vom Gesundheitsmanagement Ruhr. In unserem heutigen Videobeitrag wollen wir uns mit den beiden typischen Formen des Gesundheitszirkels auseinandersetzen. Gesundheitszirkel, das sind Maßnahmen oder das ist eine der Maßnahmen, welche im BGM im Unternehmen regelmäßig umzusetzen ist. Der Gesundheitszirkel ist ein Gruppen- bzw. ein Arbeitskreis, welcher sich mit speziellen Themen der Gesundheit, der Mitarbeitergesundheit, der Unternehmensgesundheit und so weiter auseinandersetzt. Ich habe eingangs schon erwähnt, Gesundheitszirkel gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Die eine Version ist der Gesundheitszirkel nach Berliner Modell, die andere Version der Gesundheitszirkel nach Düsseldorfer Modell. Was sich hinter diesen beiden Städtenamen verbirgt, dazu komme ich später. Grundsätzlich, was ist die Aufgabe des Gesundheitszirkels? Im Gesundheitszirkel wirken verschiedenste Akteure zusammen. Das ist der Betriebsrat, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, verschiedene andere Beteiligte, um gemeinsam im laufenden BGM-Prozess Projekte, Projektabschnitte zu evaluieren, wenn Maßnahmen gelaufen sind, zu bewerten, wie sind diese Maßnahmen gelaufen, wie war der Erfolg. Der Gesundheitsmanager wird gegebenenfalls auch da Aufgaben verteilen und so weiter. Kommen wir nun zu den einzelnen Versionen des Gesundheitszirkels. In Unternehmen, in denen die Kommunikation durch die Ebenen relativ schwer ist, bietet es sich an, in der ersten Phase, wenn denn dann ein Gesundheitszirkel von Anfang an gewünscht ist, nach dem sogenannten Berliner Modell zu machen. Ich habe es hier mal kurz aufgezeichnet. Wir haben unsere Unternehmenspyramide, wir haben die Geschäftsleitung, die Abteilungsleitungsebene, Teamleitungsebene und die Schicht der Mitarbeiter. Teamleitung, Abteilungsleitung kann natürlich entsprechend auch variieren mit Meisterebene und so weiter. Also einfach die einzelnen Ebenen im Unternehmen. Beim Berliner Modell liegt in der Regel eine gestörte Kommunikation durch die Ebenen zugrunde, meistens im Bereich der mittleren Führungsebenen, dass die Mitarbeiter zur Teamleitung oder zur Abteilungsleitung schwieriges Verhältnis haben und dass allein schon durch diese Konfliktproblematik es nicht möglich ist, hier für ein vernünftiges Miteinander einen Raum zu finden. Da bietet sich das sogenannte Berliner Modell an. Wir haben den Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, einen Betriebsrat, natürlich auch irgendwo einen Gesundheitsmanager, der entweder intern oder extern das Ganze moderiert. Das Wichtige ist, beim Berliner Modell arbeiten nur einzelne Ebenen miteinander. Das bedeutet, ein Gesundheitszirkel wird gebildet aus Mitarbeitern und den Spezialisten, ein weiterer wird gebildet durch Teamleitung oder Abteilungsleitung, aber immer nur innerhalb der einzelnen Ebene. Der Vorteil ist der, innerhalb dieser Ebenen kann natürlich relativ einfach ohne gefühlten Druck von oben miteinander geplant werden. Der große Nachteil dabei ist jedoch, dass innerhalb des Unternehmens natürlich die Kommunikation von unten, von den unteren Ebenen, hoch zur Geschäftsleitung, die ja am Ende des Tages das Ganze auch absegnen muss und auch finanzieren muss, dementsprechend maßgeblich Einfluss auf die Machbarkeit von geplanten Maßnahmen hat, natürlich schwieriger ist, aufwendiger ist. Von daher bietet es sich grundsätzlich immer an, unserer Meinung nach zu sagen, wenn solche massiven Kommunikationsprobleme durch die Ebenen, durch existent sind, zuerst diese Probleme zumindest so weit zu lösen, zum Beispiel im Rahmen einer kleinen Wirtschaftsmediation, einer internen Mediation oder mit mediativen Gesprächen, sodass hier erstmal eine vernünftige Kommunikation durch die Ebenen aufgebaut wird und dann im nächsten Schritt es möglich ist, dann in das deutlich effektivere sogenannte Düsseldorfer Modell zu gehen. Das hier mal vorbereitet.
Das Düsseldorfer Modell setzt darauf, dass wir in einer Gruppenstärke von ca. 10 bis 15 Mitarbeitern oder Personen alle Kräfte, die am BGM, an den Maßnahmen, an der Maßnahmenerfüllung beteiligt sind, zusammenfassen. Dementsprechend werden aus der Schicht der Mitarbeiter hier Leute entsendet. Wir haben aus der Teamleiterebene Personen, wir haben aus der Abteilungsleiterebene Personen und wir haben auch Vertreter der Geschäftsleitung. Natürlich auch Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsrat, die sind integral auch immer dabei. Natürlich auch der BGM-Manager, der das ganze Verfahren leitet. Vorteil gerade eines externen BGM-Managers als Moderator des Zirkels ist der, ich habe eine neutrale Person, die wirklich außen steht, die nicht Teil des Unternehmenssystems ist, von daher als deutlich neutraler von allen Beteiligten wahrgenommen wird, als das als eine interne Kraft darstellen könnte. Dementsprechend macht es auch durchaus Sinn, selbst wenn ich einen BGM-Beauftragten oder einen BGM-Manager im Unternehmen haben sollte, die Moderation eines solchen Gesundheitszirkels nach Düsseldorfer Modell durch einen externen Dritten durchführen zu lassen. Wie das Ganze im Einzelnen funktioniert, die Themen und so weiter, dazu werden wir in einem späteren Video noch genauer drauf eingehen. Hier auch die besondere Herausforderung für den Moderator des Gesundheitszirkels im Detail klären. Wichtig, egal ob ich jetzt einen Gesundheitszirkel nach Düsseldorfer Modell habe oder nach Berliner Modell, wichtig ist, dass diese Gesundheitszirkel regelmäßig stattfinden und auch ihren festen Platz im jahreszyklischen BGM-Projekt finden. Es bringt nichts, ein Gesundheitszirkel einfach mal, wir treffen uns und reden mal drüber, zu bilden, sondern ein Gesundheitszirkel sollte regelmäßig passend zum laufenden BGM-Projekt eingebunden werden. Wenn Sie hierzu Fragen haben oder sich für eine Ausbildung zum Moderator eines solchen Gesundheitszirkels interessieren, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Anfrage. Selbstverständlich stehen wir auch jederzeit zu kostenfreien Informationsgesprächen zur Verfügung. Vielen Dank.